Denn ich rufe jetzt auf, Frau Abg. Wissler, ich rufe jetzt auf, den Tagesordnungspunkt 24 mit dem Tagesordnungspunkt 83, das ist der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, sichere Schule und so weiter, mit dem Dringlichen Antrag der Fraktion der SPD, Erste Hilfe, und der Fraktion DIE LINKE, Erste Hilfe an Schulen stärken. Erster Redner ist der Abg. Schulz für die Fraktion der AfD. Verehrtes Präsidium, verehrte Damen und Herren! Vor 6 Jahren nahm der damals 18-jährige Sören Z. ein... Herr Kollege Schulz, warten Sie einen Moment. Das ist wirklich viel zu laut im Plenarsaal. Das ist der letzte Tagesordnungspunkt. Und ich bitte Sie, wenn Sie Gespräche führen wollen, gehen Sie aus dem Plenarsaal raus. Hier hören wir dem Redner zu, und das ist jetzt der Kollege Schulz. Vor 6 Jahren nahm der damals 18-jährige Sören Z., ein Gymnasiast an der Wiesbadener Schule, am Sportunterricht teil. Gerade wenn man den ganzen Tag im Klassenzimmer paukt, von chemischen Formeln, Differentialgleichungen und elektrischen Feldern hört, dann hat der Sportunterricht durchaus etwas Entspannendes. Man belebt Geist und Körper. Für Sören Z. sollte es leider die wohl letzte Sportstunde sein. Sören bricht plötzlich bei einem leichten Aufwärmtraining zusammen. Die Lehrer alarmieren einen Rettungswagen, der Hausmeister sucht den Erste-Hilfe-Koffer, doch niemand hilft dem Jungen. 8 Minuten Bewusstlosigkeit ohne jegliche Laienreanimation, heißt es später im Klinikbericht. Wegen mangelnder Sauerstoffversorgung erlitt der Junge irreversible Hirnschäden. Er ist heute zu 100% schwerbehindert und muss rund um die Uhr betreut werden. Auf Unterstützung der Landesregierung warteten die Eltern des schwerbehinderten Jungen jedoch vergebens und sahen sich gezwungen, das Land Hessen zu verklagen und den Rechtsweg bis vor dem Bundesgerichtshof zu bestreiten, vor dem sie am 4. April dieses Jahres schließlich Erfolg hatten. An dieser Stelle vielleicht auch einmal die Frage an die alte und neue Landesregierung. Meinen Sie nicht, dass man der Familie in der schicksalsschweren Zeit diesen Verfahrensgang hätte ersparen können oder sogar müssen? Nun ja, das steht auf einem anderen Blatt. Denken Sie einmal darüber nach. Der Bundesgerichtshof betont die Erste-Hilfe-Pflicht für Lehrer im Sportunterricht. Sportlehrern, so heißt es seitens des Bundesrichters, obliege die Amtspflicht, etwa erforderliche und zumutbare Erste-Hilfemaßnahmen rechtzeitig und in ordnungsgemäßer Weise durchzuführen. Ein Teilerfolg, aber nur ein schwacher Trost für Sören und seine Familie, die mit den Folgen dieses Unglücks lebenslang zu kämpfen haben. Um ein angemessenes Erste-Hilfe-System an hessischen Schulen sicherzustellen, heißt es auf der Internetseite des Arbeiter-Samariter-Bundes, kooperieren das Hessische Kultusministerium und die Unfallkasse Hessen mit dem Ziel, an allen Schulen eine Ersthilfequote von 5% der Lehrkräfte zu erreichen. Bei Sportlehrern gilt jedoch eine Quote von 100%, dass sich erfahrungsgemäß 50% aller Schulunfälle im Sportunterricht ereignen. Das sind in Hessen ca. 40.000 pro Jahr. Genau hier setzt unser Antrag an. Der aktuelle § 5 Absatz 4 der Verordnung über die Aufsicht über Schülerinnen und Schüler sieht nur für einen Teil der Lehrerbelegschaft eine verpflichtende Ersthelferausbildung vor, nämlich bei Sportlehrern. Lehrern für technischen Unterricht, also auch im Fach Arbeitslehre, und für Lehrer der Naturwissenschaften wie Physik und Chemie. Dies soll alle 4 Jahre aufgefrischt werden. Wenn dabei jedoch nur 50% der Schulunfälle abgedeckt sind, dann sind wir von der AfD der Ansicht, dass dies deutlich zu wenig ist.
Stellen Sie sich folgende Situation vor. Nach Erhebung des Robert-Koch-Instituts leiden 26% unserer Kinder unter einer allergischen Krankheit. Ein Schüler verteilt Geburtstagskuchen kurz vor der Deutschstunde. Das darin verbackene Mandelmehl löst bei einem Mitschüler eine heftige allergische Reaktion aus. Im schlimmsten Fall allergischer Schock, Atemnot, Kreislaufkollaps, akute Lebensgefahr. Nach der aktuellen Regelung müsste die Deutschlehrerin, die bei lediglich 5% Ersthelferquote an unseren Schulen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine entsprechende Ersthilfeausbildung besitzt, nun in die Sporthalle oder den Chemiefachunterrichtsraum hetzen, der hoffentlich gerade besetzt ist, um eine entsprechende ausgebildete Fachkraft anzutreffen, die weiß, wie in diesem Moment dem Schüler geholfen werden kann. Wertvolle Minuten vergehen, die das Leben des betroffenen Schülers für immer verändern könnten. Die aktuelle gesetzliche Regelung, nach der alle Lehrkräfte und Grundkenntnisse in erster Linie in Erster Hilfe erwerben sollen, wollen wir in eine verpflichtende Regelung geändert wissen. Ebenso sollte die Auffrischung entsprechend der Empfehlung der DGUV in einem zeitlichen Abstand von 2 Jahren erfolgen. Darüber hinaus sprechen wir uns für eine flächendeckende Ausweitung des Schulsanitätsdienstes in einem Wahlpflichtfach oder eine Arbeitsgemeinschaft an weiterführenden Schulen aus. Unsere Schüler, unsere Kinder, liebe Kollegen, sollten uns diesen Aufwand wert sein, bei dem man nicht nur sprichwörtlich vom Lernen fürs Leben sprechen kann. Daher bitte ich Sie, unserem Antrag zuzustimmen. Den Punkt 5 des dringlichen. Herr Kollege, Sie müssten zum Ende kommen jetzt. Den letzten Satz der SPD und Linken halten wir so für nicht zielführend. Bitte stellen Sie sich darunter vor, dass auch Grundschüler über Erste-Hilfe-Kenntnisse verfügen sollten. In unseren Augen sind die Möglichkeiten bei 6-jährigen Kindern hier sehr begrenzt, im Bereich der Ersten Hilfe tätig zu werden. Daher befürworten wir unseren Antrag und lehnen den Antrag der SPD und Linken in der Form ab. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schulz. Nächste Rednerin für die Fraktion der Sozialdemokraten ist die Kollegin Strube. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Schulz, da wollen wir Sie einmal aufklären, was man in der Grundschule schon alles für das Thema Erste Hilfe leisten kann. Alles, was man dazu braucht, sind lediglich 2 Hände. Dies hat heute ein Experte in dem Newsletter News for Teacher getitelt. Und an Schulen passieren Unfälle, und dies lässt sich leider auch nicht verhindern. Es sind aber auch Orte, an denen man lernen kann, wie Erste Hilfe funktioniert. Und bevor hier der Eindruck entsteht, dass die SPD-Fraktion den Lehrkräften ein gewisses Maß an Misstrauen entgegenbringt, möchte ich gleich klarstellen, nein, dies ist nicht so, sondern wir danken den Lehrkräften an unseren hessischen Schulen für ihre tägliche Arbeit, die sie auch ohne Hilfe der Landesregierung durchführen und sich damit über Wasser halten. Und wer im Notfall Erste Hilfe leistet, kann damit auch Leben retten. Und in der Grundschule kann man hierzu bereits den Grundstein für Zivilcourage und Handeln im Notfall legen. So z.B. auch an der Grundschule meiner Tochter. Dort lernen die Kinder in Zusammenarbeit mit DRK und ASB im Sachkundeunterricht, wie wichtig Erste Hilfe ist und wie man sie leistet. Und an der 3. Klasse werden sie dann im Rotationsprinzip mit Warnwesten in den Pausen zur Unterstützung der Aufsichtsperson auf dem Schulhof eingesetzt. Und im kommenden Jahr geht sie auf eine SPD-Einheitsschule mit Einheitslehrern und Einheitsangeboten. Und auch dort wird eine Schulsanitäts-AG angeboten. Und die AG ist so voll, dass man sogar eine 2. AG eröffnen musste. Um die Schülerinnen und Schüler bei diesem wichtigen Thema einzubinden, gab es bereits auch im Jahr 2014 eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz, das Thema Wiederbelebung und damit verbunden das Thema Erste Hilfe ab dem Jahrgang 7 in verschiedenen Modulen in den Schulen anzubieten. Und Lehrkräfte sind nach § 323c des Strafgesetzbuches zur Hilfeleistung verpflichtet. Und sie wollen auch schon alleine zum Selbstschutz an diesen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. Und bei dem Thema Wollen beißt sich an dieser Stelle die Katze in den Schwanz. Das Problem besteht nämlich aus Angebot und Nachfrage.
und seitens der Lehrkräfteakademie werden schon jetzt nicht genügend Plätze zur Verfügung gestellt, um die Nachfrage der Lehrkräfte zu decken. Darüber hinaus haben aber auch z.B. UBUS-Kräfte oder Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen die Antwort, in einem Notfall Erste Hilfe zu leisten. Aus diesem Grund sollten alle an Schulen beschäftigten Personen über die nötigen Kenntnisse, die eine Notfall- oder Unfallsituation erfordert, verfügen und die regelmäßig wiederholen und üben. Und daher fordern wir gemeinsam mit der LINKEN mit unserem Antrag die Landesregierung auf, ein Konzept zur Kapazitätssteigerung zu erarbeiten und natürlich auch vorzulegen. Und wir würden gerne wissen, inwieweit die Empfehlung der Kultusministerkonferenz an unseren hessischen Schulen umgesetzt wurde und darüber hinaus ein Schulsanitätsdienst vorhanden ist. Und vielleicht ist es Ihnen heute möglich, Herr Prof. Dr. Lorz, diese Daten ausnahmsweise einmal zu erheben. Und im Optimalfall haben Sie sie als Vorbereitung auf diesen Redebeitrag schon dabei. Und spontan fällt mir jetzt dazu ein, vielleicht sollten wir mit gutem Beispiel vorangehen. Und der Präsident kann für uns alle einen Erste-Hilfe-Kurs organisieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Strobe. Mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts dazu ein. Deswegen rufe ich auf als nächste Rednerin die Kollegin Kuhler für die Fraktion DIE LINKE. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte verbliebene Gäste! In Deutschland ist jede Person verpflichtet, in Not geratenen oder hilflosen Personen Hilfe zu leisten, wenn es ihm den Umständen nach zuzumuten ist. Wer nicht hilft, macht sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig, was mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Mich wundert es aber an dieser Stelle schon ein bisschen, dass gerade die AfD sich hier so stark macht für die Idee der Ersten Hilfe. Die Idee der ethischen Notwendigkeit einer lebensrettenden Sofortmaßnahme, die jeder lernen kann und soll, um Menschen in lebensbedrohlichen Notlagen helfen zu können, unabhängig ihres Status oder ihrer Herkunft, ist zutiefst universalistisch. Bei den Römern und unter Napoleon noch dem Militär vorbehalten, wurde die Erste Hilfe im 19. Jahrhundert auch für die zivile Welt weiterentwickelt. Ein Vater der Ersten Hilfe war der im 14. Jahrhundert in Kairo tätige Arzt Shams ad-Din Mohammed al-Akfani, der mit seinem Werk Zuflucht des Klugen bei Abwesenheit des Arztes eine frühe Form der Ersten Hilfe ausformulierte. Die Gründung des Roten Kreuzes geht auf den Humanisten Henri Dunant zurück, und die nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften sind im Sinne des Völkerrechts tätig. Es gibt nichts, was dieser humanitären Grundidee mehr widerspricht als Rassismus und alle anderen Formen der Menschenfeindlichkeit. Wer selektiert, wer in Genuss von Hilfe und Hilfsorganisationen kommt, der widerspricht all ihren ethischen Grundlagen und darf sich eben nicht auf jene Institute berufen. Sich hier hinzustellen und mehr Erste Hilfe einzufordern, wenn man gleichzeitig Seenotrettung ja nicht nur ablehnt, sondern sogar angreift, das ist absolut scheinheilig, meine Damen und Herren. Erste Hilfe gehört in Hessen schon oft zum Schulalltag dazu. Der Schulsanitätsdienst ist ein Beispiel, wie Schule und Jugendverbandsarbeit verknüpft werden können. Das Beispiel der Wiesbadener Schülerin Emily Gabe, die eine Schulkameradin wiederbelebt hat, zeigt, dass das Erlernen von Erste-Hilfemaßnahmen an der Schule Leben retten kann. Das Engagement in einem Schulsanitätsdienst steht im Dienste der Humanität. Beim Schulsanitätsdienst gibt es keine EinzelkämpferInnen. Das Miteinander steht im Vordergrund. Einer lernt vom anderen. Hilfeleistung und Toleranz werden trainiert. So beschreibt das Jugendrotkreuz selbst den Schulsanitätsdienst. Einer Fraktion in diesem Landtag hätte ein solches Engagement nicht geschadet, glaube ich. An dieser Stelle möchte ich einen Dank an alle Kinder und Jugendlichen aussprechen, die sich beim Jugendrotkreuz engagieren und im Notfall zu wahren Heldinnen und Helden werden.
Die Landesregierung sollte sich in Anbetracht dessen für eine weitere Ausweitung des Schulsanitätsdienstes einsetzen und diese wichtige Jugendarbeit aktiver unterstützen. Lehrerinnen und Lehrer sollen auch jetzt schon alle 4 Jahre einen Erste-Hilfe-Kurs belegen, um die Techniken aufzufrischen. Sportlehrkräfte sowie Lehrerinnen und Lehrer in Naturwissenschaften oder technischen Fächern müssen eine Ersthelferausbildung durchlaufen und diese ebenfalls nach 4 Jahren auffrischen. In diesem Jahr urteilte das BGH, dass Lehrerinnen und Lehrer im Sportunterricht Erste Hilfe leisten müssen. Leider ist es aber in Hessen so, und das hat die Kollegin Strube gerade schon angesprochen, dass die Kapazitäten der Kurse allein für die Lehrkräfte, die dazu verpflichtet sind, gar nicht ausreichen. Es braucht endlich ein Bewusstsein dafür, dass alle, die an Schulen arbeiten, die Möglichkeit haben müssen, regelmäßig die Auffrischungskurse zu besuchen. Schulen oder die Schulämter müssen dann einen Überblick darüber behalten, ob und wann die Lehrkräfte und Pädagogen die Angebote besucht haben. Lediglich zu fordern, dass alle 2 statt 4 Jahre aufgefrischt werden soll, geht am eigentlichen Problem vorbei. Vielmehr müssen verbindliche Strukturen geschaffen werden, mit denen sichergestellt werden kann, dass alle die Chance haben, an den Kursen teilzunehmen. Praxisnahe und lehramtsspezifische Kurse, das braucht es, um die Motivation für die Teilnahme zu steigern. 2014 hat die Kultusministerkonferenz empfohlen, Wiederbelebung in den Regelunterricht aufzunehmen. Doch Hessen hat nicht darauf reagiert. Länder wie Dänemark haben durch regelmäßiges Wiederbelebungstraining an Schulen die Überlebensrate nach Herz-Kreislauf-Stillstand verdoppelt. Wie so oft reagiert das Kultusministerium nicht auf Probleme an den Schulen. Auch beim Thema Erste Hilfe bleibt Herr Lorz bei der Devise nicht sehen, nicht hören, nicht sprechen. Schaffen Sie endlich Entlastung an hessischen Schulen und nehmen Sie sich der Probleme an. Eine solche lethargische Landespolitik haben die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte wirklich nicht verdient. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kuller. Nächster Redner für die CDU ist der Abgeordnete Hering. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! In den ersten Monaten meiner Tätigkeit hier in Ihrem Kreise habe ich verschiedene Formate und Anfragen und Anträge kennengelernt, auch verschiedene Intentionen oder Botschaften, die mit diesen Instrumentarien verbunden sein können. So tragisch der von Ihnen hier aufgeführte Fall ist, zu dem eine rechtskräftige Entscheidung meines Wissens noch nicht ergangen ist, so sehr sollten wir bedacht sein, hier keine Ängste zu schüren, nicht zu skandalisieren oder gar das Vertrauen in unsere Schulen und die Sicherheit dort zu erschüttern. Aber genau das können die genannten Anträge auslösen. Allein schon die Überschrift im AfD-Antrag ruft Irritationen hervor und suggeriert eine nicht gewährleistete Erste Hilfe an Schulen. Übrigens, trotz Dienstpflichten, trotz Aufsicht und Erster Hilfe ist eine lückenlose Aufsicht und Absicherung nicht möglich, und Unfälle bzw. Notfälle werden nie gänzlich auszuschließen sein. Deshalb begrüße ich die Ergänzung der Erste-Hilfe-Versorgung an Schulen durch einen Schulsanitätsdienst mit fachlicher Ausbildung für die Erstversorgung, ebenso die Weiterqualifizierung von Lehrkräften zu Erste-Hilfe-Ausbildern. Das ist bereits möglich und stellt einen wichtigen Baustein gemäß der Kooperation des Kultusministeriums mit den gesetzlichen Unfallversicherungsträgern dar, wobei sogar die Unfallkasse Hessen mit einer Anschubfinanzierung unterstützt. Aus dieser Kooperation geht auch die Anpassung von Qualifizierungsanforderungen hervor, so z.B. der Erste-Hilfe-Nachweis bei Anmeldung zur zweiten Staatsprüfung. Verhaltensregeln sind konkret in Verordnungen geregelt. So ist unter anderem für bestimmte Unterrichtsfächer, wie schon dargelegt, darunter Sport, Naturwissenschaft oder Technik, die Ersthilfeausbildung mit 4-jähriger Auffrischung vorgeschrieben. Schließlich, und das ist ziemlich aktuell, begrüße ich auch die Ergänzung durch Schulgesundheitsfachkräfte. Das Land Hessen hat zusammen mit Brandenburg an einem Modellversuch teilgenommen. Die 10 dort eingestellten Kräfte sind unbefristet übernommen worden. Ganz aktuelle Ausgabe des AOK-Forums. Das war eine Initiierung des Hessischen Kultusministeriums und Sozialministeriums.
und die dauerhafte Finanzierung durch das Kultusministerium ist bereits zugesichert. Also nicht nur, dass die Anträge, wie von mir eingangs dargelegt, Verunsicherungen und Irritationen hervorrufen können, so würdigen sie in keiner Weise die soeben dargelegten Aktivitäten und die Sicherheitsarchitektur an unseren Schulen. Wohlgemerkt, diese Schulgesundheitsfachkräfte haben einen Schwerpunkt auf Erste Hilfe. Eine Sicherheitsarchitektur an unseren Schulen, die übrigens nicht nur Hilfeleistung gewährleistet, sondern zur Hilfe und Verantwortungsübernahme anleitet und somit einen guten Lückenschluss bildet gegen das Wegschauen. Die Anträge erübrigen sich nicht nur aus der Sache heraus. Die Ablehnung erstreckt sich auch auf eine damit verbundene Botschaft und Verunsicherung, die unserem Schulsystem, unseren Lehrkräften und im Kreis der Helfer auch unseren Schülerinnen und Schülern nicht gerecht wird. Danke sehr für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hering. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht die Abg. Anders. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Gesellschaft formuliert immer wieder Anforderungen an unser Bildungssystem und damit auch an Schule. Deswegen sind Curricula auch nicht starr, sondern veränderbar und fortschreibend. Gerade in den letzten Jahren formulieren viele gesellschaftliche Gruppen Erwartungen an Schule, und häufig verbunden mit der Forderung nach zusätzlichem Unterricht oder auch nach einem neuen Fach. Die Fridays for Future-Aktivistinnen fordern das Fach Klimaschutz, Ernährungsspezialistinnen und Krankenkassen fordern das Fach Ernährung und Kochen, Glücksforscher fordern jetzt das Fach Glück und Achtsamkeit, und diejenigen, die Hessen schon als das neue Silicon Valley sehen, die fordern auch das Fach Programmieren. Und der vorliegende Antrag der AfD möchte jetzt das Fach Erste Hilfe etablieren. Und diese Themen sind ja alle völlig legitim, und es ist auch legitim zu fordern, das im Unterrichtsalltag einzubauen. Und ich möchte noch einmal deutlich betonen, dass das Schulen bereits jetzt schon auch alles tun. Was aber nicht seriös ist, wenn für all das jeweils ein eigenes Fach gefordert wird und alle gesellschaftlichen Anforderungen in einem Zweizeiler eines Antrags gepackt werden, wie von Ihnen, liebe AfD. So suggeriert man nämlich, dass man damit die Lösung für ein großes gesellschaftliches Problem gefunden hätte und dass man weitere Aufgaben permanent an Schule abwälzen kann. Das löst aber weniger Probleme, sondern schafft vor allem erst einmal Probleme. Und der Zweizeiler Ihres Antrags suggeriert ja auch noch, dass an hessischen Schulen nichts zu dem Thema Rettungswesen oder zu dem Thema Erste Hilfe passieren würde. Und das stimmt einfach nicht. Ob DRK oder ASB, ob DLRG oder die Malteser, all diese Organisationen aus dem Rettungswesen sind schon jetzt an hessischen Schulen, und ob sie in Projektwochen mitwirken, in AGs am Nachmittag oder im Wahlpflichtunterricht, diese Akteure sind wichtige Kooperationspartner von unseren Schulen und ein wichtiger Bestandteil im Unterricht geworden. Es ist also jetzt schon möglich, dass Schulen davon Gebrauch machen, externe Bildungsangebote anzubieten. Und ich vertraue sehr stark darauf, dass die Schulleiterinnen vor Ort sehr gut ihre Bedarfe kennen, die Angebote vor Ort kennen und diese auch koordinieren. Ob Klimaschutz, Ernährung, Achtsamkeit, Programmierung oder die Erste-Hilfe-Ausbildung, alles große Themen, und es ist immer gut, gesellschaftliche Akteure auch in die Schulen zu holen, um diese im Unterricht einzubinden. Und Sie können es auch im Koalitionsvertrag nachlesen. Wir wollen das gerne unterstützen. Erste-Hilfe-Kurse für Schülerinnen und Schüler. Den Schulsanitätsdienst wollen wir ausweiten.
Aber was kritisch zu sehen ist, ist, wie im SPD-Antrag, dass das jährlich und für alle passieren soll. Unsere große Sorge ist, dass dann andere Projekte nicht mehr stattfinden können. Das wollen wir nicht. Und deswegen ist es gut, wenn Schule vor Ort das selbst entscheiden kann. Und auch unsere Lehrerinnen und Lehrer machen ja von den Angeboten regelmäßig Gebrauch. Sportlehrerinnen sind verpflichtet, ihre Ersthilfeausbildung regelmäßig aufzufrischen. Auch die Lehrkräfte aus den naturwissenschaftlichen Fächern, die Kunst, Werken, Hauswirtschaft oder Werkstattunterricht anbieten, müssen ihre Ersthelferausbildung regelmäßig auffrischen. Auch zum zweiten Staatsexamen müssen alle hessischen Lehrerinnen und Lehrer eine Ersthilfebescheinigung vorlegen. Und jetzt zu den Fällen, die Herr Schulz genannt hat, zu den Allergiefällen oder auch zu den vielen Kindern, die jetzt mit Diabetes in unseren Schulen sind. All diese Lehrerinnen und Lehrer, die mit diesen schwerstallergischen Kindern arbeiten, die mit Diabeteskindern arbeiten, kriegen alle gesonderte Fortbildungen dafür. Keines dieser Kinder wird einfach in die Schule geschickt und sich selbst überlassen. Das sind wirklich sehr fachspezifische Fortbildungen, die den Lehrerinnen und Lehrern hier zur Verfügung gestellt werden. Und viele Kollegien nutzen den pädagogischen Tag regelmäßig, um gemeinsame Erste-Hilfe-Kurse zu besuchen. Und das finden wir richtig. Mit der geplanten Aufstockung der Schulgesundheitsfachkräfte machen wir auch noch einmal deutlich, dass es uns um Prävention an Schulen geht, dass Gesundheitsfürsorge ein wichtiger Bestandteil ist. Neue Fächer oder mehr Unterricht wird nicht die Lösung des Problems sein und darf auch nicht auf die Schule allein abgewälzt werden. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Anders. Nächster Redner ist der Abg. Promny für die Fraktion Die Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Antrag von der AfD ist äußerst kurz, und deswegen werde ich es auch sehr kurz machen. Es ist ein wichtiges Thema, Erste Hilfe an unseren Schulen. Und ich möchte einen Aspekt ansprechen, der bislang noch nicht adressiert wurde, nämlich die Rechtsgrundlage, auf dessen alles fußt. Und Rechtsgrundlage ist § 21 Absatz 2 SGB VII, meine Damen und Herren. Und daraus geht hervor, dass die Schulleitung für die Sicherstellung der Ersten Hilfe an der jeweiligen Schule verantwortlich ist. In der praktischen Gestaltung ergibt dies auch durchaus Sinn. Denn klar ist, jede Schule hat unterschiedliche Voraussetzungen, und diese muss die jeweilige Schulleitung dann auch erfassen. Erste Hilfe muss diesen Anforderungen gerecht werden, und nur dann wirkt sie auch. Und diese Verantwortung tragen die jeweiligen Schulleitungen in unserem Land auch, und auch die Schülerinnen und Schüler. Und deshalb danken wir als Freie Demokraten ausdrücklich all denen, die sich hier freiwillig engagieren. Und, meine Damen und Herren, der Unterrichtsalltag an Schulen ist einzigartig, und deswegen muss auch die Erste Hilfe vor Ort einzigartig sein. Ihr Antrag, meine Damen und Herren von der AfD, ist ein klares Misstrauensvotum gegen die jeweiligen Schulleitungen. Und das können wir nicht hinnehmen. Wir als Freie Demokraten haben großes Vertrauen darin, dass die Schulleitungen vor Ort ihrer Pflicht nachkommen, die Erste Hilfe an den Schulen auch sicherzustellen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Promny. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Prof. Lorz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lehrkräfte haben die Dienstpflicht, die Schülerinnen und Schüler in rechtlich sowie tatsächlich möglichem und zumutbarem Umfang im Schulbetrieb und während der Schulveranstaltungen vor Schäden an ihrer Gesundheit zu bewahren. Das ist eine der Feststellungen, die der Bundesgerichtshof in der zitierten Entscheidung vom 4. April 2019 getroffen hat. Und es ist klar, dass diese Dienstpflicht auch erforderliche und zumutbare Erste-Hilfemaßnahmen umfasst.
Und wir als Land Hessen arbeiten gemeinsam mit den gesetzlichen Unfallversicherungsträgern fortwährend an einer Reduzierung der Schülerunfälle. Da gibt es auf Bundesebene in Kooperation mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung eine Vision Zero. Und natürlich wirken wir als Land Hessen daran auch mit. Und auf Landesebene arbeiten wir mit unserer Unfallkasse zusammen, z.B. bei der Erstellung von Rechtsvorschriften im Bereich des Arbeitsschutzes oder eben auch beim Schulsanitätsdienst. Und damit die Schule für die Schülerinnen und Schüler ein möglichst unfallfreier Ort ist, wurden die Aufsichts- und Qualifizierungsanforderungen erst vor einigen Jahren, erst 2014, in der Verordnung über die Aufsicht über Schülerinnen und Schüler deutlich verschärft. Und in der Folge hat das Land auch ein entsprechendes Qualifizierungssystem für Lehrkräfte aufgebaut. Und die Aufsichtsverordnung ist dankenswerterweise ja schon zitiert worden, aber ich will es einfach noch einmal tun, damit klar ist, was schon heute alles in Hessen existiert. Zur Aufsicht verpflichtete Personen, die Sportunterricht, naturwissenschaftlichen oder technischen Unterricht erteilen, müssen als Ersthelferin oder Ersthelfer ausgebildet sein. Das gilt auch für außerunterrichtliche Sportangebote, und es gilt natürlich für alle naturwissenschaftlichen oder technischen Angebote an Schulen. Und für diese Lehrkräfte, die diese Angebote geben, muss die Auffrischung der Ersthelferausbildung auch alle 4 Jahre nachgewiesen werden. Und wenn man solche Gruppen unterrichtet, dann muss auch eine Lehrkraft dabei sein, die das in den letzten 4 Jahren gemacht hat. Und wir sind dankbar, dass die Unfallkasse Hessen dafür auch den Schulen Gutscheine zur Verfügung stellt und dass wir da auch eng mit den Rettungsorganisationen zusammenarbeiten, damit das alles gewährleistet werden kann. Und dazu kommt, dass Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst nur dann überhaupt zur zweiten Staatsprüfung zugelassen werden, wenn sie einen Nachweis über die Befähigung zum Leisten erster Hilfe bei der Anmeldung zur Staatsprüfung vorgelegt haben. Und im Übrigen finanzieren wir das auch als Land, dass das gemacht werden kann. Das heißt, wir gewährleisten eine flächendeckende Grundausbildung in erster Hilfe für alle und eine Auffrischung für alle diejenigen Lehrkräfte, deren Unterricht besonders sicherheitsrelevant ist. Ich will nur einmal erwähnen, dass wir damit deutlich über den Vorgaben des Unfallversicherungsträgers liegen, der eine Schulung und Kostenübernahme für 20% des Personals vorsieht. Und ich darf vielleicht auch noch einmal in diesem Kreise daran erinnern, an die Diskussion, die wir damals über die Aufsichtsverordnung geführt haben. Frau Kollegin Kula, da waren Sie noch nicht dabei. Aber da habe ich mir eigentlich nur anhören müssen, wie überzogen unsere Anforderungen sind. Da hat niemand kritisiert nach dem Motto, das ist alles viel zu wenig und es muss alles noch viel strenger sein. Ich bin gerne bereit, mir das von den Fachleuten anzuhören, wenn die beispielsweise sagen, die Frequenz ist zu wenig, wir müssen das noch erhöhen, und da auch mit den Rettungsorganisationen darüber zu reden, wie wir da auch die zusätzlichen Kapazitäten aufbauen. Das ist alles kein Thema. Ich bin da überhaupt nicht dogmatisch. Ich füge mich da auch gerne dem Rat der Fachleute. Aber ich will doch noch 2 Sätze zu dem Fall sagen, mit dem diese Debatte auch begonnen hat. In diesem Fall ist trotz der verschärften Anforderungen, denn es ging um den Sportunterricht, ging um Sportlehrkräfte, die unter diese verschärften Anforderungen fallen. Und ja, es ist ein Fehler passiert. Und seien wir ehrlich, ohne diesen Fall hätte es diese Debatte heute nicht gegeben. Der Fall ist furchtbar, der Fall ist tragisch. Es gibt aber, das wissen die Juristen hier im Saal, in unserer Zunft auch ein schönes und sehr treffendes Sprichwort. Hard cases make bad law. Und diesen Kausalzusammenhang zu postulieren, nach dem Motto, wenn ein Lehrer einen Fehler gemacht, dann hat er einen Weiterbildungskurs zu wenig gemacht. Und die reflexhafte Reaktion, dann müssen eben alle gezwungen werden, noch mehr solche Kurse zu machen. Das, meine Damen und Herren, ist kurzschlüssig und wird der Sache nicht gerecht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Minister. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit kommen wir zur Abstimmung über den Entschließungsantrag. Oder wollte den in den Ausschuss verweisen? Den Entschließungsantrag stimmen wir eigentlich ab. Alles klar, dann machen wir das so. Wer dem Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, Drucksache Nummer 20-558, zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD. Wer ist dagegen? Das sind die restlichen Fraktionen des Hauses. Zur Sicherheit frage ich noch, enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag abgelehnt. Dringlicher Antrag. Was wollen wir damit machen? Abstimmen oder ein KPA? Wollt ihr abstimmen? Abstimmen. Alles klar.
dann stimmen wir den auch ab. Das ist der Dringliche Antrag der Fraktion der SPD, Fraktion DIE LINKE, 20-1709. Wer für die Annahme des Antrags ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der SPD und der Linkspartei. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD, der CDU und von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der FDP. Damit ist der Antrag abgelehnt.